So, heute geht es nochmal einmal um ein spezielles Ecoflow-Video. Wie man draußen ungemein erkennen könnte, könnte man vermuten, es geht um den Ecoflow Blade, was hier durchaus Sinn machen würde. Leider nein, es geht aber um eine Powerstation, was nicht weniger schlecht ist, sondern im Gegenteil, weil ich finde, in Sachen Powerstation ist Ecoflow der Vorreiter. Und die Powerstation kann ich besten Wissens empfehlen. Und ja, falls ihr euch noch eine Powerstation zulegen wollt, ne, ihr braucht das Video gar nicht zu Ende gucken, schlagt zu, mit Ecoflow könnt ihr nichts falsch machen. Ob die River 2 als kleine Powerstation, die Delta 2 oder jetzt hier die Delta Max als große Powerstation, ja, könnt ihr nichts mit falsch machen. Also von den Ecoflow Powerstationen bin ich wirklich total überzeugt. Das ist auch die einzige Powerstation, die Thomas annehmen darf. Und dann kriege ich noch Ärger, ne? Aber ja, ich interessiere mich selber dafür. Und diese Powerstation ist jetzt eine kleine Einleitung in zwei Geschichten, die ich mega, mega cool finde und die mich wirklich richtig interessieren. Also die Wave 2 hat mich interessiert, aber ich fand die jetzt nicht so gut. Aber ich glaube, beim Thema Powerstation und das, was jetzt kommt und geplant ist, wird das eine richtig geile Nummer. Und zwar einmal vorweg, so als kleinen Spoiler, das wollte ich vielleicht eigentlich noch nicht machen, aber ich mache es einfach mal. Viele von euch kennen schon dieses kleine schöne Gerät und damit fängt es eigentlich an und hört nachher mit einer Lösung auf, die wir eventuell noch versuchen umzusetzen, beziehungsweise eine Firma versucht diese umzusetzen und ja, da kommt auch diese Delta 2 Max als Testgerät ins Spiel, um das Ganze einmal durchzutesten, weil die Idee finden wir total cool und da haben wir gesagt, ja, dann machen wir mit, das wollen wir gerne umsetzen und gerne unterstützen und mittesten, denn wie cool ist das? Also für uns wäre das total interessant gewesen, wenn wir noch kein Autark-Paket verbaut hätten, sei es Wechselrichter, Lithium-Akku und so weiter. Das hätten wir uns alle sparen können, wenn unsere Lösung funktioniert, so wie wir uns das vorstellen. Und alleine für den Einbau von beziehungsweise die Verkabelung, alleine die Arbeitskosten von der Verkabelung sind so teuer wie diese ganze Powerstation. Und ich denke, dass es daher für sehr viele super interessant sein kann. Und ja, man kann dadurch Geld sparen mit dieser Lösung, wenn sie funktioniert. Denn wie cool ist das, wenn man die Powerstation im Alltag zu Hause an der Powerstream hat und lädt durch die Sonnenenergie den Akku voll und kann damit auch noch den Haushalt betreiben, spart Geld, Energie und ja, bietet viele Vorteile. Und wenn man dann am Wochenende dann spontan mit dem Camper los will, nimmt man die Delta 2, die ein ganz schön Oschi ist. Ich habe mir schon Angst, dass der Tisch hier gleich zusammenkracht. Mit 23 Kilo ist es doch schon ein ordentlich, also kein Leichtgewicht mehr. Aber hier steckt auch ordentlich Power drin und da kommen wir gleich nochmal zu. Ja, wir gehen auf jeden Fall nochmal zu dem Campingwochenende ein. Man nimmt die Delta 2 Max, packt sie ins Fahrzeug und stellt euch mal vor, es gibt ja dieses Kabel von Ecoflow, um die Powerstation draußen an den Landstrom anzuschließen. Diesen Landstromadapter ist abgesichert und darf dann auch so benutzt werden. Nur ich persönlich würde so eine teure Powerstation ungern draußen stehen lassen, sei es aus Diebstahlgründen oder Wetterbedingungen, die dann nicht optimal sind. Und der Hund, der quetscht hier gleich schon wieder das Video. Komm hier hoch. Komm, hopp. Und Ruhe jetzt. Platz. Nicht immer nerven, Hund. Kommst du denn da draußen, dann kannst du wieder Mäuse fangen. Stell dir mal vor, wir hätten hier eine Klappe, wo wir dann einen Anschluss hätten für die Ecoflow Powerstation oder für alle anderen Powerstationen, in dem Fall aber Ecoflow, weil es wird wahrscheinlich der Ecoflow Adapter werden, weil es den schon gibt. Und wie cool wäre die Lösung, wenn die Powerstation ein Fahrzeug ist, man hat in dieser Powerstation Wechselrichter mit 2200 Watt drin, ist schon mal mehr als wir bei uns verbaut haben, also das ist schon eine enorme Leistung und da wird so ziemlich jeder normale Camper mit auskommen. Die Wave 2 kann über Solarpanel geladen werden. Dazu gibt es hier hinten zwei Anschlüsse. Ich glaube, jeder Anschluss kann 400 Watt Solar aufnehmen. Dann haben wir hier den 230 Volt Netzanschluss. Damit kann die Delta 2 bis zu 2400 Watt schnell laden. Das heißt, die ist auch innerhalb von einer guten Stunde wieder voll. Und wenn unsere Lösung funktionieren sollte, dann hätte man mit einem Stecker die Powerstation in dem Fahrzeug migriert und man würde von der Lichtmaschine laden können, vom eventuell verbauten Solarpanel laden können, eventuell von einem Solarpanel aus einer Solartasche, wenn keiner was an dem Camper fest verbauen möchte, und man ja,
hat halt die Möglichkeit, die Powerstation rauszunehmen, beim Nachbarn eine Steckdose zu stecken und sie lädt, wie gesagt, mit 2400 Watt und ist ruckzuck wieder voll. Und ja, da finde ich die Station schon super cool, weil mit 2 kW Leistung ist das mehr als ausreichend Leistung für jedes normale Campingwochenende. Und von den Anschlüssen her, da brauchen wir wahrscheinlich nicht viel zu sagen. Das ist bekannt von allen anderen Ecoflow-Powerstationen. Also hier sind die USB-C-Stecker, 2 Stück mit jeweils 100 Watt. Also ihr könnt problemlos MacBook Pro betreiben oder sonstige aktuelle Geräte. Also mit einer Ladegeschwindigkeit von 100 Watt seid ihr super aufgestellt. USB-A-Anschluss hat er 2 und Fast Charge im USB-A-Anschluss. Links haben wir 12 Watt auf die normalen USB-A-Ports und rechts 24 Watt. Also ein aktuelles iPhone 14 Pro Max zum Beispiel kann mit ja, fast 25 Watt laden. Dann kann man schon die Fast Charge zunehmen. Und ja, hinten haben wir noch 4 230 Volt Stecker. Dann können wir noch hinten einen Zigarettenstecker reinstecken, falls es da noch Geräte gibt. Und ja, weiterhin lag hier auch noch ein Zigarettenanschluss bei für das Fahrzeug, um während der Fahrt dann alternativ die Powerstation so laden zu können. Wir können hier die Powerstation erweitern bis auf 6 kW. Wird dann wieder für die Hausgeschichte richtig cool, weil 6 kW im Notspeicher, da kommst du schon ein bisschen mit aus. Ich bin schon froh, wenn ich damit einfach nur die Klimaanlage dann nachher betreiben kann. Habe ich schon probiert. Laut Ecoflow verbraucht die fest verbaute Split-Klimaanlage 550 Watt. Wird hier auch immer schön angezeigt, der Verbrauch, In- und Output. Und ich würde sagen, dass man da jetzt schon fast wieder auf die Ecoflow-App gehen kann. Da hat sich auch ein bisschen was getan. Wir haben hier mittlerweile schon ein paar mehr Ecoflow-Geräte drin. Da ist schon fast ein Sammelbuch geworden. Gehen jetzt mal auf die Delta 2 Max. Und man muss sagen, die App ist Ecoflow fantastisch, wie gewohnt. Also da stecken die wirklich sehr viel ja, Herzblut rein. Die ist wirklich gut gemacht. Und es gibt jetzt auch eine neue grafische Oberfläche. Die darf sich sehen lassen. Die finde ich persönlich sogar noch besser. Stellen wir die mal auf Energiefluss an. Und ja, das sieht richtig cool aus. Wir haben hier jetzt noch 52% Akku und können 98 Stunden und 59 Minuten die Powerstation betreiben. Weil halt nichts angeschlossen ist, wenn wir hinten den Wechselrichter anschalten, dann wird es wahrscheinlich runtergehen, weil der Wechselrichter braucht auch im normalen Zustand Strom. Die Geschichten können wir auch alle hier direkt per App ein- und ausschalten. Dann haben wir noch die Möglichkeit, hier den Eingangsstrom und den Ausgangsstrom zu sehen. Und ja, so viel dazu. Wir können die Powerstation umbenennen, wenn wir, keine Ahnung, eine im Garten haben wollen, eine andere im Wohnzimmer, denn können wir noch Powerstation Garten, Powerstation Wohnzimmer benennen. Hier können wir das Piepen ein- und ausstellen. Dann haben wir hier die Ladegeschwindigkeit mit Netzstrom. Bei der Delta 2 bin ich mir ziemlich sicher, dass man die Ladegeschwindigkeit mit Netzstrom reduzieren konnte. Das kriege ich hier mit der App jetzt nicht hin. Wahrscheinlich kommt da noch ein Firmware-Update und dann ist es auch getan. Mit dem Autoeingang kann auch sein, dass es da dran liegt. Ich vermute aber eher, dass es hinten die Solarpanel sind. Da bin ich mir aber jetzt nicht so sicher. Ihr wisst es ja, wie ich es mit den Anleitungen habe. Man sollte es vielleicht einfach mal lesen. Wir können es aber mal ausprobieren. Unser Wechselrichter hat 1500 Watt. Ich habe das jetzt mal hier, ich nehme mal auf 4 Ampere. Das sind irgendwie 50 Watt bei 12 Volt. Dann gucken wir mal, ob sich die Ladegeschwindigkeit verringert. Ich kann mir das aber nicht vorstellen, dass es damit zusammenhängen kann. So, jetzt gehen wir nochmal hier auf Oberfläche und jetzt sehen wir, dass genau hier mit 170 Watt 200 Watt eingespeist wird, 387 Watt, 500 Watt. Also geht wahrscheinlich doch noch wieder auf volle Leistung. Das würde ich ein bisschen schade finden, wenn diese Option nicht da wäre, weil, ja, wie gesagt, ich würde die Powerstation natürlich auch irgendwo an Geräten laden können, die ja, begrenzt Strom geben können. Ich vermute aber, dass da noch was kommt, weil Moment, Wechselrichter aus, weil das war bei der Delta 2 möglich, das muss hier auch möglich sein. Bin ich mir ziemlich sicher, dass da noch was kommt. Der Ecoflow Smart Generator ist der Benzingenerator hier und dann kann man sagen, wenn die Ecoflow irgendwie auf einen bestimmten Prozentsatz gesunken ist, dass die dann mit dem Smart Generator wieder per Benzin oder Verbrennungsmotor wieder aufgeladen wird.
Dann haben wir noch den X-Boost-Ausgang. Der Wechselrichter kann mit dem X-Boost bis zu 3100 Watt verarbeiten und das ist schon eine sehr, sehr starke Leistung, finde ich. EcoFlow bewirbt auf jeden Fall noch mal einmal 5 Jahre Garantie, geben die auf die EcoFlow und 10 Jahre lang soll die Batterie halten, wenn sie jeden Tag benutzt wird. Die EcoFlow Delta 2 ist mit hochwertiger LFP-Batteriechemie ausgestattet und bietet somit eine sehr lange Lebensdauer. EcoFlow gibt bis zu 10 Jahren an, wenn die Batterie täglich benutzt wird. Ja, eine Batteriekapazität von 2048 Wattstunden, erweiterbar wie gesagt bis zu 6 kW, 23 Kilo schwer. Maximal erzeugte Leistung pro Tag in der Solarladung ist 6 kW bei 2x400 Watt Solarmodule. Die EcoFlow Delta 2 preislich liegt bei 2099 Euro. Was ein Happen ist, was ich aber okay finde, wenn man die perfekt nutzt. Wenn man jetzt zum Beispiel auf die ganze Autarkie im Fahrzeug verzichtet und sich die ganzen Geräte nicht einzeln kaufen will und hat ein Gerät und einen Stecker im Fahrzeug liegen. Dieser Kasten, der eventuell geplant wird, das, was wir noch durchtesten, der wird nicht die Welt kosten. Und wenn man nur diesen Kasten mit der EcoFlow im Fahrzeug hat, dann sind wir bei, lass es nachher zwischen 2.000 und 3.000 Euro sein. Allein diese Summe haben wir für das Verkabeln der einzelnen Komponenten bezahlt in der Werkstatt. Und dann kamen die Komponenten noch on top. Also das wird eine sehr gute, günstige Lösung. Hätten wir auch so gemacht, wenn das schon möglich gewesen wäre. War es zu der Zeit aber noch nicht. Ja, so viel dazu. Ich habe fertig. War das jetzt dein letztes EcoFlow-Video oder kommt da noch was? Nee. Das geht jetzt erst los. Erstmal war es das. Johanna sagte immer, ich soll das nicht annehmen, aber ich mag das wirklich gerne. Auch das mit dem kommenden Powerstream, das interessiert mich wirklich. Und ich habe mir die App schon angeguckt und es ist wirklich super durchdacht und der absolute Wahnsinn, wie das grafisch dargestellt wird und auch mit diesen Smart Plugs, das wird richtig interessant und in Kombination mit der Delta 2 Max wird das eine richtig coole Geschichte. Und ja, ich will davon jetzt nicht so viel erzählen, das kommt noch das Video. Nur in dem Zusammenhang habe ich halt gerne auch diese Powerstation angenommen und stelle diese gerne vor. Weil im Zusammenspiel zwischen Haushalt, Camping und Nutzen der ganzen Geschichte finde ich das ein super cooles Konzept. Und ich finde auch, dass das mit dem Powerstream dann auch irgendwo nach in dem Campingbereich passt, wenn man dann halt ja, diese Powerstation individuell benutzen kann. Finde ich super gelöst. So, wir haben ja noch gar nicht an die Powerstation angeschlossen, Johanna. Wir wissen ja gar nicht, ob es funktioniert. Was kommt jetzt? Was hat er vor? Er möchte die Haare föhnen. Diesmal mit dem richtigen Föhn, nicht mit dem EcoFlow Föhn. So, das heißt, wir haben hier einen Föhn an. Der Föhn ist bei 1000 Watt. Einmal zu demonstrieren, wie viel Power einfach diese Station hat. Klemmen wir auch noch mal einen Wechselrichter an. Ach, ein Wechselrichter, sage ich schon, ein Wasserkocher. Und da würde schon unser normaler Wechselrichter auf Störung gehen. Und das ist einfach für die Delta 2 Max gar kein Problem. Wir sind hier bei 2000 Watt und es läuft problemlos. Wir sind bei 51% und können ganze 30 Minuten das nutzen. Und ich nehme mal schnell den Wasserkocher raus, weil der fackelt uns gleich ab. Wir haben da kein Wasser drin, sondern nur Kalk. Aber es funktioniert. Ich glaube, das sieht hier jetzt gerade nicht gesund aus. Kann man so wohl entkalken? Nee, wir haben nicht entkalkt, sondern gekalkt. Das war vorher aber nicht so toll. Ich kann nicht mehr. Also nicht zu empfehlen, Wasserkocher immer mit Wasserkocher, mit Wasser nutzen. So, ja, das war unsere Vorstellung zu Delta 2. Anna hat mal einmal tief durch. Wir machen hier das Ending. So. Und ja, also ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr seid nicht so ganz angepieselt, dass wir wieder einmal eine Powerstation haben. Wieder was von EcoFlow.
Naja, das finde ich jetzt nicht schlimm. Da habe ich überhaupt nichts bei. Die Leute, die da meckern, die haben... Die kriegen auch kein Bier ab. Ja doch, ein Bier würde ich abgeben, aber ich finde das halt gut. Also so wie viele schwören auf BMW, die anderen auf Mercedes. Ich schwöre auf EcoFloat, nicht auf A. Die wir noch nie getestet haben, die sind wahrscheinlich auch gut. Aber ich persönlich, wenn ich mir eine Powerstation zulegen würde, würde mir immer ein EcoFloat besorgen. Und ich persönlich, wenn ich mir eine aussuchen könnte, denke ich jetzt die Delta 2 Max, weil die ist von der Größe her okay, die hat richtig viel Kapazität und wenn die Kapazität mal weniger wird, dann braucht man nicht eine neue Powerstation kaufen, die größer ist, sondern packt einfach einen Zusatzakku dran. Irgendwann wird das Ganze immer schwerer und immer größer und man muss den Platz dafür im Fahrzeug haben, aber nochmal, wie vorhin gesagt, mit 2 kW kommt man in der Regel durch ein ganz normales Wochenende durch und ja... Rabattcode gibt es wie immer in der Videobeschreibung und falls ihr am Überlegen seid, euch eine Powerstation zuzulegen, bestellen über unseren Link. Und ja, ich glaube, wir sollten das Video beenden, Johanna, weil sonst müssen wir bei eurer neuen Tisch beantragen, weil das kann eurer nicht gut Tische bauen. Das macht EcoFlow mit den Powerstationen besser. So, das endet schon wieder in. So. Im Wahnsinn. Machen wir mal aus. Das war's mit Techtomi für heute. Ja, Techtomi für heute. Techtomi macht gleich weiter und baut die Solarpaneele an, weil das interessiert mich wirklich. Ich konnte die ganze Nacht schon nicht schlafen, weil ich mich da so drauf freue. So, Leute, bis zum nächsten Mal. Und diese Kastenlösung, ne, das wird der Wahnsinn. Das wird der absolute Wahnsinn. Das kann noch ein bisschen dauern, bis wir das durchgetestet haben. Wir machen das ja nicht alleine, wir machen das mit einem Fachbetrieb. Wir sind, ja, eigentlich nur die, die gesagt haben, wir unterstützen da gerne, wir testen das gerne mit und dokumentieren das gerne. Und ja, seid gespannt. Bleibt dran. Und ja, ich könnte ja gerne noch eine Geschichte erzählen, aber ich denke, dann kriege ich Ärger mit Johanna, weil wir die Zeit wieder sprengen. Aber wenn Johanna mir irgendwann den Mund verbietet, ne, dann fange ich abends mit Podcasts an. Dann mache ich einen EcoFloat-Podcast. So, jetzt reicht es aber. Bis zum nächsten Mal. Aber die Entkalkung ist mit Bild schöner. Ne, die Kalkung war das. Das war eine Kalkung, nicht Entkalkung. Schaut euch das nochmal an. Guck mal, also da war ein bisschen Kalk drin, ne? Aber das kannst du bald auslöffeln. Nochmal 10 Minuten, dann hast du Joghurt. Mucki, magst du das? So, jetzt aber. Die Leute denken irgendwann, die beiden Trottel, die fackeln sie nochmal ab. Wie war das bei dem einen Video? Homegeparkt, die wollen ein Loch ins Wohnmobil machen. So. Frank D. Camping, schöne Grüße. Nein, die Löcher bohren wir übrigens nicht. Ich habe mit dem Gedanken gespielt, dann habe ich meine Gedanken nochmal überdacht und dann bin ich zu dem Entschluss gekommen, nein, das machen wir doch nicht. So. Das macht keinen Sinn. Jetzt hörst du aber bitte auf zu reden und bis zum nächsten Mal. Ciao, Kakao.